Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Storage Hustle. Wir haben das letzte Mal hier noch ein bisschen eingekauft bei zwei Garagen und die dritte haben wir noch nicht angeguckt. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, wir haben hier den Schirm für 20 Dollar. Wir haben ja da, glaube ich, 80 Dollar dafür gezahlt. Hoffentlich bleibt das Zeug liegen. 80 Dollar dafür gezahlt, ich bin mal gespannt. Also 20 der Schirm, dann kriegen wir hier 10 Dollar, also sind wir schon mal bei 30. Der ist sogar scannbar hier, oder? 20 Dollar, sind wir schon mal bei 50. Recyceln. 51. 52. Was haben wir hier? Den Wecker, der ist kaputt. Und trotzdem 4,50 Dollar. Ja, ist okay. Ein Zylinder, gewöhnlicher Gegenstand. Aber 26 Dollar. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die 80 Dollar gut investiert. Nochmal 10 Dollar, wunderbar. Ich bin zufrieden. Also, ja, kann natürlich immer besser sein. Ne? Man kann natürlich hier noch ein Schätzchen auch finden. Warte mal, wie kann ich dich, wenn ich dich so drehe? Nee, so nicht. So, wenn ich dich drehe und dann so, dann müsste ich dich doch da reinbekommen. Ah, hier habe ich ja auch noch Platz. Das ist cool. So, einmal... The Tank. Vielleicht ein bisschen so drehen. Ah, ich finde es auch schön, dass sich das so wunderschön bewegen lässt. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir den reparieren können. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier alles an Ausbeute bekommen, bevor wir den Tag dann beenden. Ob wir... Was hat denn das da drauf? Sind das Schnäpschen oder was ist das? Das schaut mal aus wie so ein Bierhut, sag ich jetzt mal. So, haben wir hier noch irgendwas? 10 bis 14 Uhr. Also die sind alle jetzt um 14 Uhr zu Ende gewesen. Der Kampf hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Macht aber nichts. Okay, wir können auch hier rausfahren. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Also nicht auf die Dame, die da drüben läuft, gucken, sondern wir müssen auf die Map und müssen schauen, dass wir unser Home wieder... finden. Was war das? Ach, da ist ein Flohmarkt gleich ums Eck rum. Auch interessant. Nee, ich drücke mal auf Escape. So, hier kommt gerade nichts, da auch nicht. Dann riskiere ich's. Die kommen ja... Oh, und zack ist Nacht, ne? So, hoffentlich fahre ich diesmal richtig. Kann ich eigentlich unterm Fahren auch auf die Map? Okay, einfach noch bis zur nächsten Straße und dann passt's. Wunderbar. So, hier jetzt halt rechts rum. Fährt der so langsam oder... Ja, der fährt so langsam. Und wie in jedem Spiel, die können alle nicht Auto fahren, genauso wie ich. So, wir stellen uns diesmal gleich direkt hier so hin. Weil wir müssen schauen, dass wir die Sachen auf jeden Fall reinbekommen. Das war ein leerer Karton, aber ich würde sagen, den stelle ich einfach mal hier mit drauf. Vielleicht ein bisschen weiter in die Ecke. Oh, so kann die Optik manchmal... Da war nichts, ne? Ne, da war nichts. Zumachen wieder. Also das nächste Mal wieder einen Karton mitnehmen. Die Schirme bin ich froh, wenn ich jetzt dann weg habe, weil die nehmen echt viel Platz weg. Ein Reifen, bitte. Gescannt haben wir die Sachen ja schon. So, dich lege ich jetzt mal einfach hier ins Regal. Dann nehmen wir mal diesen riesigen Schirm noch raus und stellen den zu dem anderen mit dazu. Dieses Schild, das ist, ups, das ist echt interessant. Jetzt halt mal ein bisschen im Licht anschauen. Der Singing Fish. Ich würde den natürlich gerne mal ausprobieren. Ne, warte mal. Zum einen bitte so und zum anderen dann bitte liegend. Vielleicht kriege ich den in das Regal rein. Yay, geht. Wenn wir das wirklich schaffen, die 1000 zu erreichen, ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, würde ich natürlich gerne den Upgrade machen für den Scanner, weil das, ich denke, das ist am wichtigsten ist, um einfach zu wissen, was das Zeug wert ist.
So, den stellen wir jetzt neben den Fleischwolf. Wahnsinn, ich täusche mich so in diesen Entfernungen. Ein Stuhl. Ich finde es auch gut, dass das Spiel nicht einfach Schluss macht. Also, dass man wirklich noch die Zeit hat, um auch alles hier rauszutun. Weil wenn die Sachen tatsächlich verschwinden, die außerhalb der Garage sind, dann wäre das natürlich blöd. Wir müssen auch probieren, ob wir irgendwie das eine oder andere noch reparieren können. So, aber erstmal alle Sachen raus aus dem Auto. So, gerade dieses Schätzlein. Also ich denke wirklich, dass das mit dem Helm zusammen alleine schon einen richtig guten Profit geben kann. So, was haben wir hier jetzt noch? Die Polaroid. Die Polaroid, die ich leider noch nicht scannen kann. Die wäre auch interessant, um es erst einmal aufzuheben. Die Maske würde ich definitiv für einen höheren Preis anbieten. Nicht nur für 20 Dollar. Ich hätte gerne das ja so flach hingelegt, genau. So, die Feldbottel. Ich stelle mir jetzt einfach da unten mit rein. Den Knochen. Gott, ich kann mich da echt noch dran erinnern an diese ersten Handys mit dieser festen Antenne. Der spezielle Hut. Den tun wir da unten mit rein. Da haben wir noch den Sprittank. Den stelle ich jetzt einfach mal hier vor den Stuhl mit hin, weil ich glaube nicht, dass der ins Regal geht. Und habe ich noch was? Die Axt, jawohl. Freitag der 13. Ach nee, da war es ja Kettensäge, oder? Ich weiß es nicht, ich habe den noch nie angeschaut. Na, da oben sehe ich noch nicht. Ich finde es zwar gut, wenn ein Regal recht hoch ist, aber wenn ich die Sachen dann nicht liegen sehe, ist auch blöd. So, irgendwas vergessen? Nein? Kannst die Klappe wieder zumachen? Würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal das Reparaturwerkzeug und schauen mal, ob wir irgendwas von den Dingen reparieren können. Na, 57. Ist auf jeden Fall doch schon mal ein bisschen mehr. Das ist schlecht. Da kann mir nichts machen. Die Axt können wir nicht, den Hut nicht, den Knochen nicht. Okay. Da müssen wir halt einfach den Ding noch ein bisschen verbessern hier. Aber ich drücke einfach mal überall. Sicher ist sicher. So, Preisscanner brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das iPad können wir eh nicht nehmen. Noch nicht. Habe ich eigentlich schon. Oh, Skillpunkte 3. Na hallo. Okay, warte mal. Da visierende Blicke. Leute, mit denen du falsch verlieren, weniger Geduld mit dir. Das wollte ich machen. Ich wollte aber auch den Händler hier mal ausbauen. Ne? Erhöht die Besuchsrate ihrer Online-Kunden. Würde ich sagen, gehen wir mal da drauf. Oder warte mal, kann ich. Die Werkzeuge waren doch das noch, ne? Machen wir das wieder zu. Wir gehen mal auf die. Ach nee, die Tools kann ich auch nicht, ne? Weil da brauche ich ja 500 für das und ich würde gerne den Scanner aufrüsten. Okay, nee, dann machen wir hier noch mit dem Feilschen. Alpha-Feilscher, erhöhe die Erfolgschance deiner Preisangebote beim Feilschen. Würde ich sagen, mach mal. Weil ich möchte ja noch in die Garagen gehen, ne? Das kann ich noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Brille vorher noch. Leute, mit denen du falsch verlieren, weniger die Geduld. So, was haben wir dann jetzt da? Große Händlerenergie. Leute, mit denen du falsch, nehmen dein Angebot leichter an, kostet aber schon 2 Skillpunkte. Finde ich gut, dass da auch die Skillpunkte dann mehr sind. Du kannst die Geduld der Leute sehen, mit denen du falsch. Das ist auch interessant. So, dann würde ich sagen, machen wir noch mit dem einen Punkt den Händler, dass wir den noch freigeschalten haben. So, dann schauen wir mal drauf auf unser Ladendingsbums. Wir gehen einfach mal von oben nach unten durch. Der Regenschirm. Da machen wir jetzt mal, weil der ist ja im perfekten Zustand, ne? Da machen wir jetzt mal 35 Dollar. Mal gucken, ob wir da ein Gebot bekommen. Der Autoreifen ist in einem schlechten Zustand für 20 Dollar, würde ich sagen, machen wir mal 27.
Dann nochmal einen Regenschirm, den würde ich jetzt sagen, machen wir auf 29. Wir müssen es einfach mal probieren, ne? Oh, schon die ersten Angebote, cool. $35, hi, wie geht's? Mein Angebot 31. Schreiben Sie Ihr Angebot, neues Angebot. Ich kann da gar nichts reinschreiben, ne? Ach doch, 32. Okay, das hat er akzeptiert. Dann der Autoreifen für 27. Ich würde es gerne. Ja, bitte. Dann nimm. Wunderbar. So, der ist im Verkauf. Das Kunstwerk, wo ich nicht weiß, was das Ding kostet. Ich lasse es mal lieber noch. Fleischwolf im perfekten Zustand machen wir auf 49. Das macht so Spaß, Leute. Das ist Wahnsinn. Die Herdplatte, also ne, mindestens, ist perfekt in den Verkauf. Dann der Plastikstuhl in dem möglich Dingsbums Zustand. Den machen wir jetzt halt einfach mal auf 14. Oh, wir haben für den Fleischwolf jemanden. Für 39. Okay, machen wir 45. Es ist süß und so, aber mein Budget ist 41. Okay, wenn du, kann ich, du hast einen neuen Kunden, nee, kann ich hier vielleicht noch auf 43 gehen? Kommt 43. Okay, aber mein Angebot ist 43. Können wir das beschleunigen? Machen Sie mal ein gutes Angebot. Okay, wie schaut es aus mit 42? Ja, ist okay, dann 41. Ist in Ordnung. Hör auf zu quatschen, Alter. Okay, akzeptieren. Schauen wir mal. Jawohl, das waren die $41. Alles gut. Du willst den Stuhl haben? Ich kaufe es. Wunderbar. Das Doppelte verdient von dem, was es eigentlich wert ist. Der elektronische Herd für 59. Für 51. Wie wäre es mit 55? 53, okay, dann akzeptieren wir das. Wunderbar. Ja, das macht Spaß. Gehen wir mal nach unten. Was haben wir da noch alles? Zylinder, die Axt, die schlechte Axt. Vom Preis von 10 machen wir mal 15, sind wir mal nicht ganz so fies. Der Benzinkanister, da machen wir 19. Besser ist es, Benzin in der Hand zu tragen, ne? Ein Behälter mit Öl drin. In den Verkauf. Dann der Zylinder für 26. Da würde ich sagen, gehen wir mal auf 45. Dann das Ziegelsteintelefon in dem perfekten Zustand. Würde ich sagen 49. Ist ja auch irgendwie alt, ne? So, die perfekte Wasserflasche machen wir für 19. Ich muss da jetzt gleich mal schauen. Okay, die Axt. Die Axt, hallo? Ich würde es gerne für den Preis kaufen, wunderbar. So mag ich das. Der Benzinkanister für 19. Lass uns feilschen, ich gebe dir 19. Okay, ich biete sie an für 19, ne? Also ist das schon in Ordnung. Der Zylinder. Gib Zeug, nimm. Jawohl, sowas mag ich für $45. Dann haben wir hier noch im Verkauf den Knochen für 49. 41. Sehr Geld nehmen. Sie, sehr Geld nehmen. Komm, machen wir wenigstens 45, ja? Wie wär's? Keine Geduldigkeit. 43. Okay. Dann machen wir 43. Das ist doch toll. So, unser Superman. Die Wasserflasche für 19. Ich gebe Ihnen 19, das ist doch in Ordnung. Dann gib mir 19, würde ich sagen. So, die Maske in einem schlechten Zustand. Allerdings, wie gesagt, ich würde die für 49 anbieten. Es ist immerhin eine Kitsune-Maske, ne? Und Kunstwerk. So, Polaroid haben wir leider keinen Preis verfügbar. Grammophon nicht, der Feuerlöscher. Feuerlöscher für 35. Der Wecker in einem schlechten Zustand machen wir für 15, also mal das Doppelte einfach. Und das andere, das lassen wir jetzt erst einmal alles. $670 haben wir jetzt. So, kann ich noch irgendwas machen? Gamble lag. Oh, neuer Kunde.
Hier für den Feuerlöscher. Da oben, das habe ich ja noch nicht drin, ne? Der Regenschirm im Verkauf 29. Warte mal, machen wir da halt einfach mal 25. So. Du willst den Wecker für... Ich zahle den Preis, jawohl, 15 Dollar. Dann haben wir hier noch den Feuerlöscher für 35. Ich will das und ich will es jetzt. Alles klar. Immer her mit deiner Kohle. Neuer Kunde, für was? Hier, für den Regenschirm, jawohl, 25 Dollar. Ich habe 25 Dollar, ja, ist doch wunderbar, die nehme ich gerne. Und, okay, das ist anscheinend dann ein bisschen hoch, da kommen keine Gebote. Man sagt ja immer, jeden Tag steht dummer auf. Aber dann machen wir das einfach mal hier, so. Dann einmal schlafen gehen, dann, dass wir es einfach mal sehen, was wir an Gewinn oder Verlust haben. Eher Verlust, okay. Preis für die Meldung der Oma an das FBI. Schade, dass es so schnell verschwindet. Ich würde das gerne selber weitermachen wollen. Okay, wir haben noch ein paar Sachen hier drin. Und die lassen wir auch. Ich würde aber sagen, dass ich jetzt wieder den Karton auf jeden Fall mitnehme. Weil das ist schon ein bisschen besser, wenn man da die einzelnen kleinen Sachen reinpackt. So, gucken wir mal. Lagerauktionen. Das sind welche verfügbar. Wir machen das jetzt mal als Ziel wieder. Und dann fahren wir da jetzt einfach mal hin. Und gucken mal, was wir da vielleicht uns holen können. Hui. Die Autos spawnen aber auch einfach plötzlich, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, ich habe zwar Stopp, aber wenn ihr stoppt, dann ist mir das auch recht. Hui. Ich fahre einfach mal. Wird schon gut gehen, ne? So, hier einmal quer über den Rasen. So, und du willst heute auch noch ankommen oder was ist los? So, dann lasst uns mal schauen. 230, 199, Ende um 10 Uhr, auch Ende um 10 Uhr. Gucken wir mal hier rein. Ein Finger, ein Schirm, ein Topf, keine Ahnung, was das ist, ein Müllsack. Wir haben aber einen großen Karton und hinten stand anscheinend nochmal ein Rechen. Also ich würde sagen, dass wir auf 350 vielleicht gehen. Oh, Jennifer, ich will dich trotzdem überbieten. Gamepark spielen, Kinder. Okay, komm schon, lass uns das beenden. Okay, die gehen etwas höher, ne? Da sollte ich vielleicht mal ein Augenmerk drauf haben. Königin der Lagerung. Weil noch biete ich ja gar nicht jetzt. Hab zwar schon geboten, aber... Okay, dann hau ich jetzt halt noch einen Zehner drauf. Kaboom, Mr. Hefe. Ah, ich nehme trotzdem noch mal 10 drauf. Weil wenn die hier so bieten, dann haben die vielleicht was entdeckt, was ich nicht entdeckt habe. Komm, lass es dabei. 390. Jawohl. Angebot gewonnen. Unglücklicher Gauner bin ich jetzt. Stufe 5. Gleich wieder das Auto herholen. Es ist vor allem interessant, was es da so für Sachen gibt, ne? So, wir nehmen unseren Scanner in die Hand und schauen mal, was wir scannen können. Zum Recyceln. 3,56, 3, also das waren 5 Dollar. Was haben wir denn da? Ein Zaubererhut, ein epischer Gegenstand. Den haben wir wieder nicht gesehen, ne? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das Ding wieder viel bringt. So, den kennen wir ja schon. Da haben wir eine Missgabel. Für 10 Dollar. Da hinten steht auch nochmal ein kleiner Karton. Okay, und das Ding kann ich nicht scannen. Okay, dann lasst uns mal in die Kartons gucken. Nehmen wir erst einmal den kleinen, der ist leer. Hier haben wir noch ein paar Sachen drin. Einen Porzellanbecher.
Perfekt. Für $25. Ein Toaster, auch in einem guten Zustand, für 36. Eine Seife, die kaputt ist. Wie kann Seife kaputt sein? Dann haben wir hier einen Verbandskasten. Ein kompakter Lebensretter. $25 und wieder ein Cappy. Ja, wunderbar. Da haben wir doch dann eigentlich schon einen schönen Karton hier, wo wir die Sachen gleich mit reinpacken können. So, der Zaubererhut. Ja, das ist das versprechende Hut. Schaut so aus, ne? Fast. So, das Ding hier würde ich gerne da ins Auto flach. Ich würde dich gerne flach legen. Ja, so. So, den Karton würde ich gerne noch ein bisschen drehen, dass ich den anderen Karton dann da daneben bekomme. So, Mistgabel würde ich sagen, lege ich da hinten rein. Genau, und jetzt so drehen. Dann legen wir das einfach hier mal flach rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den Karton. Moment, mal die Deckel zu. Ja, jetzt, ich habe schon gedacht, es geht nicht rein. Doch, nein, doch, nein. Hallo? Okay. Moment. Okay, ich würde dich gerne. Okay, du klitschst da so rein, ne? So komisch. Dann kann ich dich vielleicht. Ich bin mal gespannt, wie die Sachen innen drin ausschauen, ne? So hochkant, ob das Zeug rumfliegt oder. Jawohl, gut. Den Karton lassen wir stehen, der ist eh leer. Guter Zustand, ja, freut mich, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich die Kartons sonst brauchen kann. So, aufrecht. Und das Dumme ist, wenn ich jetzt halt hier nochmal was ersteige, ne? Komm, lass das mal so liegen. Wir schauen uns mal die nächste Garage an. Die für $50. Lass mal gucken. Okay, ein Schneidebrett, ein Karton. Schwierig, ne? Aber auf jeden Fall spannend. So, schauen wir mal, ob irgendwer bietet. Okay, $60. Mr. Weiß geht in den Park spielen, Kinder. Die Hillary. Ich warte mal noch, was die so bieten, weil es könnte durchaus sein, dass die halt wieder so ein bisschen die Vorahnung haben. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf 80. Okay, dann Dankeschön, würde ich sagen. Hoffe ich. Ups. Autovorfahren bitte. Zum Glück bleiben die Sachen da drin liegen, ne? So. Wir machen gleich einmal den Karton auf hier. Okay, das ist ein leerer Karton. Shit! Na naja, gut, aber woher willst du denn das wissen? Wir haben hier einmal zum Recyceln für $1. Das ist auch zum Recyceln. Oh nein, ich habe tatsächlich ein kaputtes Schneidbrett ersteigert für $80. Oh. Na gut. Ja, und Fail muss natürlich auch mal sein, ne? Warte mal, so und so. Dann lege ich dich nämlich hier mal flach rein. So, 14 bis 18 Uhr, 6 bis 10, das haben wir verpasst. Aber 14 bis 18 Uhr haben wir auf jeden Fall hier noch welche. Weil die Kartons, die brauche ich, denke ich mal, nicht mitnehmen. So, 14 Uhr ist gleich. Was haben wir hier? Für $310. Und hier für 104. Wir gehen jetzt mal auf den hier. Liegestuhl, Gitarrenkoffer, keine Ahnung. Recycling, eine Sitzbank. Ich denke mal 400 maximal, oder? 350. Ich warte mal auf deren Gebote. Erst wenn das irgendwie hier unten ist, dann werde ich bieten.
Okay, ich biete. Jawohl, ich habe das Gebot gewonnen. Dann hoffe ich mal, wir schauen gleich in den Karton rein. Ein Fernglas in einem schlechten Zustand. Kann ich nicht scannen. Eine Bowling. Magische Achterkugel. Für 4,50 $. Ach, Erste-Hilfe-Kasten für 20. Das Ding nochmal. Wir haben hier einen alten Lederstuhl. Das ist zum Recyceln. Zum Recyceln, das ist zwar immer nur ein Ding, aber schlecht. Oh, was haben wir hier liegen? Ein Mikrofon. Für 9 Dollar. Und ein Liegestuhl. Ah, ich sag mal so, am Ende wird abgerechnet, ne? Da ist es dann interessant. Was mache ich jetzt? Ich muss, glaube ich. Hallo? Ich muss, glaube ich. Nee, lass das Ding mal so. Mach mal auf. Wir tun mal die Sachen hier mit rein. Ich hoffe nur, dass ich die andere Versteigerung noch mitmachen kann. Ich habe zwar nur noch 155 Dollar. Oh, vielleicht sollte ich das dann auch sein lassen, ne? Der Erste-Hilfe-Koffer. Nee, das ist. Mach mal so, hier daneben. Danke. So, dann haben wir hier diesen Hocker, den stelle ich jetzt auch hier mit rein, wenn das geht. Und der zweite Finger. Heute sind die Finger im Angebot. Jawohl, passt. So. Den Karton würde ich gerne auch wieder stehen lassen. Wobei das natürlich als Ablagen recht gut ist, ne? Der 8 Ball ohne der 8. Wahrscheinlich ist er deswegen kaputt. Halt, warte. Nochmal hin. Hey, ich kann das sogar zumachen. So, dann schau mal, ob du das. Also anscheinend, wenn die Sachen da drin sind, dann bleiben die tatsächlich an ihrer Position. Das finde ich gut. So, einmal Liegestuhl. Ich glaube, ich kann eh nichts mehr ersteigern. Schauen wir mal, ob das liegen bleibt. So, hier haben wir noch eine für 292. Kann ich eh nicht mitbieten, weil das Geld habe ich nicht. Was haben wir hier? Noch eine für 102. Schauen wir zumindest mal an. Okay, also ich denke, mit der Kloschüssel, der Lampe, dem Herd könnte man hier auf jeden Fall locker 300 bieten oder sowas. Aber da ich das Geld nicht habe. Kabü! 152, ja, und ich kann immer weiter bieten. Okay. Dann passt es schon. Dann passt es schon. Dann fahren wir nach Hause. Ui, mein Schirm, den darf ich doch nicht liegen lassen. Das sind immerhin 20 Dollar wahrscheinlich, die ich dafür bekomme. Kann ich dich da oben drauflegen? Wenn du hier so liegen bleibst, wäre mir das schon recht. Jawohl, das ist wie festgezurrt. Das finde ich echt gut. Das finde ich wirklich gut. So, ich riskiere es einfach. Wir fahren hier durch. Ich glaube, die nächste muss ich erst. Ich glaube, hier bei dem Händler muss ich dann immer erst rum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich richtig liege. Du, ey, du hast Stopp. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig, ey. Super. Dann lasst uns mal die Sachen schnell rauspacken, weil ich würde nämlich gerne nochmal zu so einem Garagenverkauf, naja, wohl, ob sich das lohnt, ne? Wir sollten lieber schauen, dass wir die Sachen hier noch eventuell repariert bekommen. So, dreh dich mal richtig. Dann können wir nämlich vom Karton aus die Sachen direkt ins Regal räumen. Du bist ja eh leer. Ja, ist eh leer. Das heißt, ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen.
hier aus und dann verschwindet der ja, denke ich mal. Das ist schade, ich würde gerne auch so Sachen hier ein bisschen dekorieren oder sowas. Das wäre noch toll. So, einmal hinstellen, einmal drehen, dann packe ich euch mal hier so nebeneinander. Da werden wir dann einfach mal ein Angebot machen für diese Dinger. Jawohl, so wollte ich das. Dann haben wir hier noch das Schneidbrett für 80 Dollar oder was ich da jetzt gezahlt habe, ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, ist eh schon zu spät, ne? So, lasst uns mal gucken, ob ich von dem Zeug irgendetwas reparieren kann. Das Brett zum Beispiel. Ne, kostet jetzt schon mal nur 5 Dollar, ne? Die Mistgabel kann ich nicht. Ich denke, dass ich die Sachen auch noch besser reparieren kann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Okay, dich kann ich nicht. Nein. So, einmal der Hocker. Dann 8 Ball. Ach doch, da ist eine 8 drauf. Schauen wir mal, ob du liegen bleibst. Dann bist du eine Kugel, ne? Der Zaubererhut. In einem perfekten Zustand sogar. Also das ist auch so ein Ding, was ich nicht verkaufen werde, solange ich das nicht besser scannen kann. Der Porzellanbecher. Dann haben wir hier noch den Kochpott. Zack. Ich merke auch, dass die Zeit extrem schnell vergeht bei dem Spiel. Also ganz ehrlich, dass ich jetzt schon wieder über eine halbe Stunde bin, hätte ich nicht geglaubt. Ich tue das mal hier mit rein, weil das haben wir ja gerade erst dazu bekommen, dass ich nochmal gucke, ob ich das ein oder andere reparieren kann. Ich weiß zwar nicht, wie man Seife reparieren kann, aber ist okay, wir probieren es einfach. So, einmal hier daneben. Dann haben wir das Mikrofon. Ich habe jetzt gedacht, ich bin im Regal. So. Aber das machen wir jetzt hier noch fertig. Dann dauert der Part halt einfach länger. Wie gesagt, das ist mir bei dem Spiel jetzt total egal. So, das Cabby werden wir auf jeden Fall wieder losbekommen. Ist vor allem in einem normalen Zustand. So, dann habe ich hier nichts mehr. Dann tun wir mal den Karton wieder da vorne vielleicht an die Tür stellen. Und ich nehme nochmal den Hammer in die Hand. So, kann ich hier irgendwas reparieren? Schlechter Zustand, kaputt. 15 Dollar. Oh, ich kann die Seife reparieren. Dann kostet sie schon noch 5. Der 8 Ball, 7,50. Okay, der Toaster, die Tasse. Okay, und halt, habe ich dich schon, ja. Ist okay. Dann würde ich sagen, machen wir das zum nächsten Mal hier. Das Licht da hinten, da liegen auch nochmal Reifen. Dann machen wir zum nächsten Mal hier weiter. Es macht echt so Spaß. Ich nehme jetzt die ersten 3 Parts, also inklusive dem jetzt, am Stück auf. Ich denke, dass ich locker noch 2 Stück mache. Aber wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es immer sehr gerne. Und nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keine weiteren Uploads mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.